Es gibt die ersten Leaks zu unserem neuen erwachten Helden, der in der nächsten Zeit in AFK Arena hinzugefügt wird. Und ich denke mal, ihr habt es schon am Titel erkannt. Und zwar handelt es sich dabei um den guten Brutus. Ja, ist schon eigentlich ein richtiger OG-Held in AFK Arena, kann man fast sagen. Zusammen mit Kasus und Verk, die ersten Reißerhelden, die eben in diesem Spiel in AFK Arena waren. Brutus ist ja auch noch als erstes aufgelistet, deswegen ist eine coole Sache, freue ich mich drüber. Ich denke mal, einige Leute von euch verbinden auch, die jetzt auch schon länger AFK Arena spielen, verbinden vor allem auch ihre Anfangszeiten mit Brutus. Und ich würde sagen, wir switchen einmal rüber, denn ich habe aus dem Internet ein paar Bilder für euch zusammengesucht, die jetzt etwas mit dem erwachten Brutus zu tun haben, also so ein paar Leaks. Shoutout geht da schon mal raus an AFK Inside, die diese Bilder gepostet haben. Und hier haben wir das erste eingeblendet, den neuen erweckten Helden Brutus aus der Frontansicht. Was ich schon mal sagen muss, sieht relativ cool und auch mächtig aus mit so, ich weiß gar nicht, ob das Hörner darstellen soll, die er da über dem Kopf hat, aber an sich relativ geil. Das Schwert sieht auch echt mega nice aus. Klar ist es jetzt nicht so, wie er im Endeffekt im Spiel aussehen wird. Da wird es dann natürlich nochmal ein bisschen anders sein. Ist jetzt auch eine Frontalansicht. Aber das ist schon mal relativ nice. Und ich würde sagen, wir kommen direkt zum nächsten Bild. Das ist ein Bild, was, denke ich mal, ein Event zeigt, welches wir dann im Zusammenhang mit dem neuen erweckten Brutus erhalten werden. Hier oben sehen wir ihn auch nochmal. Sieht auf jeden Fall relativ nice aus auf dem ersten Blick. Ansonsten jetzt zu dem Bild kann man noch nicht wirklich viel sagen. Aber das wird anscheinend ein Event, welches uns dann so angezeigt wird. Da wird es dann wahrscheinlich auch wieder ein paar Belohnungen und so weiter geben. Ich würde sagen, wir switchen aber direkt weiter zu dem letzten Bild. Und zwar haben wir hier zwei Dinge, die wir uns als allererstes anschauen werden. Und ich würde sagen, wir gucken uns erstmal das obere an, denn hier ist es wahrscheinlich das neue Hintergrundbild eben mit dem neuen erwachten Brutus, den wir erhalten werden. Sieht im Gesicht auch relativ böse aus und mit seinem Schwert, welches er hinter seinem Kopf hält, sieht relativ cool aus. Das wird dann höchstwahrscheinlich das neue Hintergrundbild, was wir uns dann eben beim Starten des Spiels von AFK Arena ja anschauen können, wenn wir es dann eben ausgewählt haben, gibt dann natürlich auch wieder 100 Diamanten, sobald wir das dann freischalten können. Das sieht schon mal relativ nice aus und was wir hier unten sehen, ist dann dieses Event, was wir auch mit der Talena hatten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube bei Tane und Aziz hatten wir das nicht, wo wir dann wieder erfahren werden, welche Klasse er hat, welche Fähigkeiten, was seine Hauptrolle ist und so weiter. Also da spricht dann auf jeden Fall schon einiges für, dass es auf jeden Fall alles stimmt mit den Leaks und dieser Brutus auf jeden Fall kommen wird. Was ich persönlich denke, ist eben, dass es dann in den nächsten Patchnotes soweit sein wird. Also nicht die Patchnotes, die jetzt vorgestern auf dem Testserver kamen, die dann jetzt eben in 4-5 Tagen auf den globalen Servern kommen, sondern halt eben die danach, also so gesehen dann in 2 Wochen. Da wird es dann, denke ich mal, eben soweit sein, dass wir dann unseren neuen erweckten Brutus erhalten werden. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr drauf. Könnt ihr mir auch mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Und was mich auf jeden Fall auch sehr interessieren würde, ist, welchen erweckten Helden wünscht ihr euch so? Ich persönlich hoffe ja immer noch auf eine Chimera bei den Grabesprosshelden. Könnte auch rein theoretisch sein. Und ansonsten soll es tatsächlich dann auch schon gewesen sein von dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit die ersten Eindrücke liefern. Und das soll es dann gewesen sein von dem heutigen Video. Wir sehen uns dann in einem der nächsten. Macht es bis dorthin auf jeden Fall gut, Leute. Und ciao.